Hier die guten Nachrichten. Wir haben in Deutschland kein Problem mit Reichsbürgern. Es ist viel schlimmer. Wir haben ein Problem mit rechter Verschwörungsideologie. Ich fing an einem Ort, wo eigentlich jeder faule Journalist anfängt, dem Königreich Deutschland. Warum? Sie heißen Königreich Deutschland, sie haben einen König. Und der König hat sehr wenig Haare, aber die restlichen sind zu einem speckigen Pferdeschwanz gebunden. Und er hat einen Hermelinmantel und das Ganze ist irgendwie funny. Und damals wohnten sie noch in einem 19 Hektar stillgelegten Krankenhaus mit einem eigenen Schlagbaum an der Grenze. Es war alles ganz hervorragend, wunderbar. Als ich reingegangen bin ins Königreich, bin ich noch unter meinem echten Namen als Tobias Ginsburg eingereist. Warum? Man muss den Reisepass vorzeigen. Ist ja Ausland. Und was ich mache, wenn ich drin bin? Ich versuche nicht zu lügen oder möglichst wenig. Ja, ich habe irgendwie ein Alias. Ich überlege mir, was müsste sein, dass ich hier reinstolpere so. Aber ich versuche das auf Minimum zu halten. Ich höre genau zu und ich wiederhole das, was ich höre. Und ich lerne die Sprachen sprechen. Also ich spreche rechtsextrem fließend, jetzt auch mit verschwörungsideologischem Akzent. Und wir alle lieben doch Ja-Sager, Kopfnicker, Speichellecker. Und das bin ich halt. So, meine alter Ego sind immer viel beliebter, als ich es bin. Haben auch immer viel mehr Freunde auf Facebook. Dann habe ich angefangen zu reisen, habe mir ein alter Ego oder ein Pseudonym genommen. Das wussten meine Freunde aus dem Königreich auch. Jetzt war ich Tobias Patera, frisch aufgewacht. Ich wollte selber innerhalb dieses verschwörungsideologischen, rechtsesoterischen Milieus, wollte ich halt meinen eigenen Blog machen. Das war der-widerstand.com für Freiheit und Querdenken. Ja, den Begriff haben wir auch schon 2018 benutzt. Ich gehe dorthin und da sind die Leute, die man erwartet. Nicht? Also die Abgehängten, irgendwelche Öko-Freaks, die aussehen, als wären sie auf dem Weg ins Reggae-Konzert falsch abgebogen. Irgendwelche Hoch-Esoteriker mit wallenden Gewändern, die im Kaffeesatz die Zukunft lesen wollen. Alles da. Dann waren da aber auch als Besucher so klassische Neonazis, eine Kameradschaft. Und dann waren da ganz normale Leute. Und das war der Großteil. Und diese Menschen, ja, Normies, ganz normale Leute, Steuerberater. Ein Steuerberater-Ehepärchen fährt dahin. Ja, wir unterstützen das schon lange. Natürlich ist das fein, natürlich ist das skurril. Der Zahnarzt aus dem Dorf, ja, der mir erzählt hat, ja, so schade, dass sie nicht mehr die eigene Währung haben, die Engelwährung. Wechselkurs 1:1, ist leichter. Ja. Aber genau, und das war der Moment, dass das alles nicht mehr zusammenpasste. Und dass es auch keine Irren waren. Und auch, dass sozusagen die Verschwörungstheorien, die einzelnen, quasi auswechselbar waren. Es gab eine Basis. Die BRD ist unser Feind. Die macht uns kaputt. Da müssen wir was dagegen halten. Und einer kommt da an und hat so einen antikapitalistischen, fast schon links klingenden Impetus darunter. Ein anderer sagt, ja natürlich, das liegt natürlich an Jesus Christus, der nicht zurückkommen kann in der BRD. Einer erzählt dann halt von UFOs, einer von Chemtrails, also Kondensstreifen, die uns vergiften würden. Einer redet über Satan und Dämonen, der nächste über die Juden. Und man hat dann plötzlich eine große Toleranz. Ja? Also welche Verschwörungstheorien, wie so Satelliten um diese Basis herumdriften, da sind wir ganz offen. Da lässt man ganz, ganz viel zu. Was ja auch klar ist, die Grundlage, nicht nur von Reichsideologie, sondern von Verschwörungsdenken grundsätzlich ist die Grundlage, wir werden belogen. Von wem? Von denen da oben. Alles, was uns die Lügenpresse und die Politik und die Schulmedizin verkaufen, ist gelogen. Das heißt, alles, was davon abweicht, ist zumindest mal debattierbar. Also ob jetzt die Erde eigentlich eine Scheibe ist oder ob eigentlich jeder Politiker in der BRD bezahlt wurde von dem jüdischen Milliardär George Soros. Während dieser langen Recherche hatte ich dann auch irgendwann die Regel, nie länger als 4 Tage am Stück. Wenn du mit irgendwelchen Neonazis zum 4. Mal abhängst, hinterher merkst du eigentlich erst, was das gerade mit dir gemacht hat, was du gehört hast, wie groß das Gefahrenpotenzial ist, teilweise auch wie brenzlig die Situationen waren. Währenddessen funktioniere ich. Währenddessen bin ich in meinem Modus, dass ich zuhöre, dass ich spiegle, dass ich verstehen will, dass ich mitmache. Hinterher kommt dann halt erst so ein kleiner Schock. Und gleichzeitig, ja, ich mache es seit einer langen Zeit, man kriegt einen komischen Sinn für Humor, bisschen Hornhaut auf der Seele. Das ist ja auch diese unglaubliche Angst, was ich mache, ist in der moralischen Grauzone. Also auch wenn ich sage, ich lüge nicht viel, bin ich ein Hochstapler. Die Vorstellung, dass ich irgendeinen Menschen tiefer rein in diese Welt drücken könnte, dass ich auf Facebook bei einem meiner vielen Pseudonyme da irgendwas poste, was jemanden überzeugt, boah, Horror.
Deswegen, da bin ich unglaublich vorsichtig, gerade im digitalen Raum. Da dann halt plötzlich die Vorstellung zu haben, vielleicht habe ich gerade versehentlich jemanden radikalisiert. Nee, das ist halt der Moment, da stößt es einem die Kehle zu. Wenn wir in Deutschland über Rechtsextremismus reden, dann neigen wir dazu, das immer schön weit wegzudrücken. Das sind die anderen. Die Dummen, die Irren, die Unanständigen. Und dann gibt es hier so eine rote Grenze und hier sind wir. Wir gucken Phönix. Wir sind anständig. Wir sind Demokraten und gebildet. Wir haben Abitur, vielleicht sogar die Hochschule hinter uns. Wir sind davor gefeit. Und deswegen lieben wir es, wenn wir über Rechtsextremisten sprechen, halt nur das Schrille, das Kaputte, das Alberne zu zeigen. Ja? So zu tun, als seien die alle blöd. Das hat zwar nichts mit Realität zu tun, aber man fühlt sich moralisch besser. Wir haben nichts verstanden über Rechtsextremismus. Wir wissen nichts über faschistische Kontinuitäten in diesem Land, aber wir können das schön von uns wegdrücken. Und wenn wir über die lachen können, ja, umso besser. Ja, also wenn wir dann so als nette Leute aus der Mitte sagen, hö, 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 und dann müssen die ja trotzdem Steuern zahlen, dann gehen sie einkaufen im Feindesland, das ist doch irgendwie ulkig. Das wissen die ja auch. Ja, das nochmal, es geht hier nicht um kranke Idioten oder so etwas, sondern es geht um Menschen, die sagen, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und gleichzeitig wieder die Frage, wer sind denn die? Also, wenn wir über die reden und wenn wir versuchen, sie als skurril darzustellen, dann reden wir nur darüber, dass rechtsextreme, neonazistische Ideologie es in den letzten 20, 30 Jahren geschafft hat, aus der rechtsextremen Szene auszubrechen und sich tief reinzufressen in irgendwelche skurril esoterischen Milieus, irgendwelche seltsam russlandfreundlichen, pro-Putin-krypto-linken Milieus und vor allem ganz, ganz tief ins Bürgertum. Verschwörungsideologie kann sich ja nur auch ausbreiten, wenn es eine gewisse Menge an Menschen gibt, die das auch glaubt, nicht? Also das Ganze ist ja auch eine Industrie. Pornografisch werden Ängste aufgebaut, weil man damit auch ordentlich Asche machen kann. Das heißt, ich brauche erstmal das Publikum. Je mehr ich von diesen Gurus habe, desto normaler klingt das auch. Es ist diese politikwissenschaftliche These vom Overton-Window. Je mehr Leute irgendetwas Skurriles sagen, umso mehr verschiebt sich das Fenster des Sagbaren. Und natürlich, die Basis, dass so etwas gefährlich ist, das ist erstmal, wir haben viele Leute, die das glauben. Ich gebe Ihnen dafür ein ganz konkretes Beispiel. Wir hatten einen Sturm aufs Kapitol in den USA. So, dann bekomme ich natürlich immer so die Frage, ja, bei solchen Sachen ist es irgendwie möglich, dass die wirklich irgendwie jetzt die USA wegputschen oder dass hier die Reichsbürger die Bundesregierung wegputschen oder jetzt in Brasilia. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. 200 Leute sind dazu nicht imstande. Seid ihr eigentlich bescheuert, was das für eine scheißdumme Frage? Aber danach passiert hier etwas. Hier gibt es Menschen und die geben, ne, von der Spitze des Eisbergs, und die geben jetzt zu verstehen, wir sind gewillt, für diese Ideen zu töten, zu kämpfen, zu sterben. Das ist mal eine Aussage. Und jetzt schauen wir uns an, in den USA sind es irgendwas zwischen 30 und 50% der Mitglieder der Republikanischen Partei, die sagen, ja, die Insurrection, der Sturm aufs Kapitol, sei eine legitime Form des Protestes gewesen. Overton Window. Das war ein scheiß Schamane, der wollte Nancy Pelosi töten. What the fuck, nicht? Genau das Gleiche hier. Ja, also wenn wir hier den Prinzen Harald den Viertel vor 12 mit seinem Tweetsacko haben, geht es nicht darum, dass er der neue Kanzler wird, sondern es geht darum, dass er ein Zeichen setzt. Und das Zeichen ist, hey, wir haben Leute beim KSK, wir haben eine Richterin, wir haben Menschen aus ganz verschiedenen Milieus, wir haben Waffen und wir haben die Überzeugung. Und das sendet ein Zeichen, sowohl für die Leute da oben, gleichzeitig, oh, wir alle kriegen das so ein bisschen mit. Wenn ein Journalist einen 5-Minuten-Beitrag fürs Nachmittagsfernsehen machen soll oder du musst mal eben schnell einen Artikel rauskloppen, dann suchst du natürlich die schillernden, die spektakulären, die krassen Fälle. Der besonders beknackte Reichsbürger mit der blöden Flagge und der abgesägten Schrotflinte, der jetzt irgendeinen Quatsch von sich gibt. Das ist die Spitze des Eisbergs. Das sind die Leute, die sich als Reichsbürger zu erkennen geben. Die meisten Menschen in dieser Szene sind klug genug, um zu wissen, was kann ich in der Öffentlichkeit sagen und was nicht. Ja? Das bedeutet, nee, wir müssen davon ausgehen, es ist erstmal eine ganz heterogene Bewegung. Es geht hier nicht um eine Gruppe, sondern es geht um eine Ideologie, eine Art zu denken. Und die ist weit verbreitet,
die ist neu, nicht neu, die ist kontinuierlich in der deutschen Gesellschaft seit 1945 und die breitet sich aus. Also viel dieser verschwörungsideologischen Szenen, da geht man auf so Webseiten, hast du das Gefühl, oh, bin ich in den 90er Jahren gelandet? Da dreht sich so ein GIF ewiglich traurig in der Ecke und da gibt es so einen Textbanner, der läuft von rechts nach links und alles sieht so erbärmlich aus und darauf fällt doch keiner rein. Nee. Wenn man das findet, dann hat man so das Gefühl, oh, das hat eine Privatperson gemacht oder das hat irgendwie was Mysteriöses, das soll doch eigentlich gar nicht gefunden werden. Ich habe ja einen Schatz gehoben. Das finde ich aber nicht bei Hugendubel oder Thalia. Und ich glaube, das macht den Leuten auch eine unglaubliche Freude. Das war auch beim QAnon-Kult ganz, ganz groß, dass alles so ein bisschen erbärmlich aussah, traurig aussah, grammatikalisch falsch war. Ich bin hier auf einer Schnitzeljagd und ich finde etwas, das ist geheim. Wenn ich von Empathie spreche, rede ich nicht von Sympathie. Die gibt es auch, dass ich Leute wirklich einfach mag oder wirklich auch Mitleid habe. Empathie ist erstmal, ich will es verstehen. Es gibt Menschen, die waren so unerträglich ekelhaft. Und trotzdem, ich glaube, ich verstehe da gerade etwas. Es sind Menschen, die sich radikalisieren. Die bewegen sich in Geisterbahnen. Die bewegen sich in albtraumfarbenen Welten. Wer wirklich glaubt, was die AfD von sich gibt, jedes Wort, wer wirklich glaubt, was so ein Reichsideologe denkt, was ein Verschwörungsideologe denkt, wer sich wirklich in diese Welten reinbegibt, der lebt in einem ewigen Schlachtfeld. Der ist in einem Krieg gegen den Staat, gegen die Polizisten, gegen die da oben, gegen die Nachbarn, gegen die linksgrün versiffte Jugend. Alles wird zu einer Gefahr. Und nachts gehst du ins Bett und in deinem Kranium läuft die Schlacht noch immer. Das ist grauenhaft. Das heißt, interessanterweise, dass dann auch wieder rauszukommen, plötzlich sind es so normale Sachen, kleine Gesten der Freundlichkeit und Menschlichkeit so unglaublich viel wert. Wenn man mit den Verzweifelten, den Labilen, den Kaputten redet, dann ist unbedingt da nicht nur Empathie, oft auch Sympathie da, auch so ein Verständnis. Teilweise auch an Stellen, wo man es nicht glaubt, wenn dir halt jemand denkt, wenn dir jemand die Geschichte erzählt, wie er da reingestolpert ist, und für den Moment denkst du so, ja natürlich. Ja, keine Ahnung, sehr oft eine persönliche Katastrophe. Was weiß ich, geliebter Mensch stirbt. Und dann hast du zwei Optionen. Entweder die Welt ist ein kalter Kosmos, wo ganz große Scheiße passiert, oder aber die Ärzte haben was angestellt. Du wirst belogen. Man hätte die Frau, das Kind, die Mutter noch retten können. Und dann googelst du ein bisschen zu viel und plötzlich hast du eine ganze Welt, die dir ein Narrativ anbietet, dass das stimmt und dass du nicht mehr ohnmächtig bist. Man will so gerne unterscheiden. Ne, also sozusagen zwischen, das will ich ja auch. Hier sind die Gefährlichen oder die Bösen oder die Nutznießer und da sind die Opfer. Boah, scheiße. Jemand, der diesen Scheiß lang genug glaubt, der wird ja auch versuchen, das zu seinem Lebensmittelpunkt zu machen. Im Zweifel kauft er sich eine Laminiermaschine. Kann er auch Fantasieausweise verkaufen. Oder vielleicht verkauft er dann halt T-Shirts mit Anti-Merkel-Sprüchen. Und vielleicht haut er dann auf Facebook in eine eigene Gruppe ganz viel Sachen rein. Plötzlich wird aus irgendeinem armen Typen, der doch nur eine schwere Kindheit hatte oder der frisch radikalisiert wurde, wird dann halt plötzlich ein Demagoge. Das heißt, es gibt da eigentlich nur so eine Demarkationslinie. Und es geht mir nie darum zu sagen, unterteilen wir. Klar, es gibt so etwas, vielleicht nicht wie Täter, Opfer, vielleicht eher sowas wie Jäger und Beute. Aber auch das kann sich sehr schnell vertauschen. Die Reaktionen waren vielfältig, ja, und viel war das, was man auch erwartet. Und mir war ja klar, die Fanpost wird kommen und die wütenden Zuschriften und die Drohungen. Eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe, das war dann halt doch, wie wenig kam von Leuten, die ich persönlich kannte. Also das ist dann halt auch immer die Frage, ist, will ich wirklich an die Öffentlichkeit gehen damit, dass ich einem Betrüger auf den Leim gegangen bin. Die zweite Sache ist, auch wenn es irgendwie eine Art von Öffentlichkeit gibt, ich bin ein Sachbuchautor. Ich bin nicht prominent. Und die große Kampagne gegen mich gab es nicht und ich weigere auch, mich zu verstecken. Man gibt diesen Menschen, gerade in der organisierten Rechten, gibt man eine immense Macht, wenn man sich vor ihnen versteckt. Wenn ich meine Angst zeigen würde, wenn ich mir Angst erlauben würde, das tue ich nicht. Wer ein Problem mit mir hat, der kann mich gerne anschreiben. Und wenn es keine
allzu antisemitische Ausfälligkeit ist, dann werde ich auch versuchen zu antworten. Ich werde auch versuchen, unironisch zu antworten, was immer schwierig ist. Aber nein, diese Macht gebe ich nicht. Und ich glaube, das sollte für uns alle gelten. Wenn wir uns verstecken, dann werden wir das auch weiterhin tun müssen. Wir dürfen diesen Menschen nicht diese Macht erlauben. Wir lieben das in Deutschland. Wir reden gerne auch mit Aussteigerinnen und tun so, als sei das halt irgendwie eine Option. Wir müssen diese Leute irgendwie greifen. Aber Debatten mit Verschwörungsideologen. Und ich mache jetzt ja selber keine Unterscheidung, weil jeder Rechtsextreme, jeder Antisemit ist per Definition auch ein Verschwörungsideologe. Das ist zermürbend. Erstmal, rational ist eine Verschwörungstheorie nicht kaputt zu machen. Wenn ich Ihnen sage, da vorne in dem Baum, da verstecken sich ganz viele Elefanten und Sie sagen, nö, da sind keine Elefanten, kann ich sagen, boah, die verstecken sich halt so geil. Keine Chance, die Nicht-Existenz von etwas zu beweisen. Wenn ich sage, es gibt die Verschwörung, dann gibt es die Verschwörung und da sind ganz viele Elefanten und hinter ihnen ist gerade ein Nashorn. Das ist lila, ob Sie es mir glauben oder nicht. Das bedeutet, was tun? Wir können es versuchen. Was man Menschen sagen kann, Betroffenen, das bedeutet Leute, wo Familienmitglieder, Freunde abdriften. Ja, dann kann man dazu raten, Kontakt zu halten, klar zu widersprechen, nicht zu lang zu diskutieren und trotzdem irgendwie menschlich zu bleiben. Ne? Zu sagen, du bist ein Vollidiot, du bist ein Nazi-Arschloch, das bringt natürlich nichts. Und gleichzeitig ist bereits das ein Liebesbeweis. Das kann man von niemandem erwarten. Ich kenne Geschichten, da sind ganze Familien dran zerbrochen. Alleine beim Versuch, mit den Menschen zu sprechen, sie zurückzuholen, die haben keine Garantie dafür. Das sind Tropfen auf glühend heißen Steinen. Aber das zu tun, ist unglaublich viel wert. Trotzdem, wenn man es sich zutraut.